Willkommen zurück zu Star Trek Infinite mit mir, Dennis, und mit Bernhard. Hallo Bernhard. Servus und hallo Dennis. Ja, ich habe mich gefunden. Wir haben ja letztes Mal eine kleine Sinnkrise bei den Klingonen gehabt und folgt mir bitte auf diese Reise, meine Sinnkrise aufzulösen. Und zwar... Jetzt folgt mir bitte auf Twitter. Ja, da bin ich nicht mehr. Danke. Nein, folgt mir auf meiner kleinen Erklärung. Und zwar bin ich ja am Überlegen, ob ich die Pelianer angreifen soll. Ich habe jetzt mit Bernhards Hinweis, dass ich mal nachgucken soll, was ich eigentlich für Dinge machen kann mit ihnen im Diplomatie-Menü, bin ich darauf gestoßen, dass ich sie gar nicht integrieren könnte, so wie er das mit seinen ganzen Sklavenvölkern macht, seinen ganzen neuen Freunden, sagen wir es mal so, mit den Cardassianern. Ich kann nur... Ja, auch nur bei den Romulanern, aber bei den Cardassianern kann ich es auch nicht machen. Ja, okay, nur die Romulaner können das offensichtlich. Also jedes Volk scheint da anders zu sein. Was ich aber machen kann, ist, ich kann ihnen den Krieg erklären. Ja, oh, wow, ganz große Erkenntnis. Ich kann aber dann als Kriegsziel auswählen Staatsstreich. Und das ist im Endeffekt, sie integrieren. Also man wirft ihre Regierung da nieder und ersetzt sie durch eine quasi Marionettenregierung, die dann den Klingonen angehören, also Vasallen werden quasi. Das klingt schon... irgendwie sehr aggressiv auf eine Art. Aber andererseits habe ich mir überlegt, macht das nicht auch ein bisschen Sinn? Die Klingonen sind doch so ehrenhaft, versuchen immer so ehrenhaft zu sein und sich so zu geben. Die Pelianer und die Klingonen mögen sich richtig gerne. Wir sind total freundlich miteinander, wir respektieren uns. Dann ist doch aus Sicht eines ehrenhaften Klingonen jetzt der Moment gekommen, um ihnen den Krieg zu erklären, als höchstes Zeichen ihrer Wertschätzung, dass man sie als würdig empfindet, mit uns Krieg zu führen. Ich finde das... Lass mich eure Hüllen mit meinen Phasern streicheln. Ganz genau. Zärtlich streicheln. Und natürlich hat Bernhard gerade schon darauf hingewiesen... Heliopor. Ja, er hat darauf hingewiesen, dass die Pelianer ja so ein bisschen eine gewisse Ähnlichkeit haben mit ihren Stirnwülsten zu den Klingonen. Und dass die Klingonen ja auch ein Stück weit anmachen dürfte. Und ich habe in den Raum auch geworfen... mit diesem Schmuck auf der Nase, oder? Haben die Klingonen nicht auch... den haben die... Discovery zumindest irgendwelche... Den haben die Klingonen auch in Star Trek Discovery, ja. Diese anderen Klingonen sozusagen, die man in Discovery gesehen hat, die haben auch immer diese Piercings in der Nase gehabt, genau. Dann habe ich die Idee gehabt, naja, die sehen sich so ähnlich, dass es wahrscheinlich ziemlich sicher Pillion-Porn gibt bei den Klingonen im Subspace-Net. Und da ein weiterer Grund mehr, sie zu integrieren, weil dann bleibt es nicht mehr nur beim Angucken, sondern dann kann man auch anfassen. Genau. Also, dann ist es wohl Zeit für ein bisschen Penetration. Für die Vorgeschichte, ey. Ja, tut mir leid, dass ich auch mal rede in diesem Nein, Netzwerk. Alles gut. Ich immer nur deinen Kriegen lauschen darf und warum. Ich greife einfach die Italianer an, ich habe da keine besonderen Eckpunkte wie denen, sie sind halt einfach im Weg. Ja, aber ich spiele halt tatsächlich Spiele immer lieber so Roleplay-mäßig, das musstest du doch wissen, du hast 100 Folgen Crusader Kings 3 geguckt. Ich finde es sehr gut. Es macht mir halt mehr Spaß, wenn ich mich da so ein bisschen reindenken kann. Doch, wir befinden uns im Krieg. So, ich mal eine neue Tradition auswählen. Da habe ich jetzt nichts Spannendes ausgesucht irgendwie. Bisschen schnellere Besiedlung. Erstkontaktereignis ausstehen. Schüchtern wir sie verbal ein. Nö, warum eigentlich? Habe ich einen Grund? Oh, Goron! Ich habe Goron! Den kann ich jetzt rekrutieren. Uhu, ich rekrutiere den mal. Goron kennen wir noch als den Gegenspieler von Worf. So ein bisschen. Zweifel. Sein Erzfeind. Magst du schon reinfliegen hier oder magst du nicht erst auf die dicke Armee warten? Ja, genau, jetzt. Die dicke Armee. Sag mal, fett schämst du gerade die Armee oder was? Nicht nett. So, war, wen greifst du jetzt gerade an? Die Tanuga oder wen? Nee. Die Talarianer. Wo sind die? Die sind da schon so halb eingebettet bei uns. Talarianer. Betten wir sie ganz ein. Bei Geredex da oder was? Ja, okay. Ach, die kennst du auch nicht? Nee, ja, ich kenne die alle nicht. Ich kenne die nicht. Also ich sehe Talar, ich sehe das System da unten, aber ich sehe die, das Volk kenne ich noch nicht. Talar. Ja, wie Fasching hier. Okay. Gut, dann Pelianer. Mein Respektbekundung wird jetzt abgeschickt hier. Respektbekundung in Form von Krieg.
Also bei mir heißt das Respektbekundung hier offiziell als Dokument. Ich habe das unterschrieben als Kanzler. Und jetzt wird das abgeschickt. Für die Ehre des Reichs beginnt die globale Situation Kriegssituation. Ah ja. Komisch, sie sind immer noch freundlich gesunden uns, aber nicht mehr ganz so doll wie vorher. Etwas gesunken ist das. Verstehe gar nicht, warum. Komisch, wo kommt denn das her? Ich habe mal wieder Kontakt mit dem Borg. Ich habe irgendwie mit allen Kontakt. Der Dennis da aber in seiner wieso? Blase spielt quasi. Aber wir jetzt gerade sind wir doch gar nicht irgendwie asynchron, dachten wir. Ja. Meine Wissenschaftlerin. Naja, freudig, dass du die Borg ein bisschen später triffst, wenn vielleicht. Also, ja. Ob überhaupt. Wenn überhaupt, genau. Wir sind schon beim schlafenden Schwarm. Oh. Unser Staatsdiener, Agentin Hira, wurde vom Zentralkommando zur Beobachtung des Borg-Kubus ausgewählt. Ersten Berichten hinzufolge handelt es sich tatsächlich um ein Schiff, obwohl es weder über eine Brücke noch eine richtige Crew verfügt. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie sie den Borg-Kubus beobachtet und dann nach 2 Wochen Bericht zurückschickt. Ja, hat 6 Seiten. Das ist ein Würfel. Ich hab ihn eingehend beobachtet. Es ist wirklich ein Würfel. Der ist schwarz und leuchtet ein bisschen. Leuchtet ein bisschen grün. Immer so. Agentin, das war nicht die Aufgabe. Sind Sie ein bisschen verblödet? Ja. Schon? Können jetzt auch wieder sagen, behalten wir den Borg-Kubus im Auge. Studieren wir seine Waffensysteme. Bin ich gespannt, wie man das aus der Ferne macht. Ja. Studieren wir ihre Anatomie. Ja, zerlegen wir einen Borg. Und brauchen wir die Legierungen des Kubus ab. Na, das wird sicher auch gut klappen. Das mögen die. Das kommt einfach so ein kleines Bergbauschiff und meißelt darum an dem Borg-Kubus. Da sind die totale Fans. Die Borg. Ja, ich glaube auch. Also, der Bonus wäre entweder 10.000 Forschung. Das ist schon nicht schlecht. Nicht so also im Auge behalten ist gut. Könnte man machen. Oder 2.000 Legierung, für bauen wir die Legierung ab. Ansonsten hätten wir eine erhöhte Wachstumsgeschwindigkeit, plus 5%, weil wir sie studieren. Ja, aha. Warum nicht? Oder Feuerrate der Schiffe, plus 10%, studieren wir ihre Waffensysteme. Sie hatten mich schon bei studieren wir ihre Waffensysteme. Sie hatten mich schon bei studieren? Nee. So, ich verkaufe mal etwas weniger Legierung, das... ist gar nicht mehr nötig. Ich mach so viel Plus. Und wir können uns jetzt das Battle hier anschauen. Wir haben neue Schiffstypen. Wir haben jetzt die Hideki-Klasse. Sehr schön. Ja, ich gucke mir jetzt auch mein Battle an mit 3 Warbirds und ganz vielen Bird of Preys. Kämpfen jetzt gegen die pelianische Hauptflotte. So ein bisschen. Kannst du ein bisschen langsamer machen? Oh, hier mal ein bisschen, ja, warte. Nur mal während des... Haben wir parallel... Ja. Parallel Schlacht. Ja, es geht jeder hoch her. Mit dem anderen aufs Maul. Es geht hoch her im Alpha- und Beta-Quadranten. So, boah, ich hab grad ein Thumbnail hier. Das kardassianische Schiff da um die Sonne kreist. Warum verliere ich gerade diesen Kampf? Es gefällt mir... gerade überhaupt nicht. Die starken Klingonen? Ja, ich bin auch deutlich stärker von der reinen Zahl her, aber das bringt mir gerade gar nichts. Das irritiert mich etwas. Also der Balken hier im Kampfdiagramm sagt... Der Balken ist aber auch, glaube ich, manchmal einfach... Ja, okay, jetzt ist er gerade gesprungen, einfach mal eben schnell auf die andere Seite. Ich glaube, das ist verbuggt. Weil es waren irgendwie 400 gegen meine 1200. Das hätte... Das hatte ich auch mal. Ach, schön. Da brennen sie. Oh, wie cool das aussieht. Wie sie da langsam so absacken und dann explodieren. Die Säcke. Die Säcke sacken ab. Ja. Ja, ich habe auch schon 2 Bird of Preys verloren. Autschi. Wo sind denn jetzt meine schicken Schiffe? Da ist es. Die neuen. Die fetten Boys. Ich weiß gar nicht, wo meine fetten Boys sind. Ach, hier hinten. Ach, die haben eine viel größere Reichweite, deswegen sind die am Rande des Systems und schießen dann ins Zentrum des Systems von da aus. Krass. Die feinen Herren. Kreuzer. Ja, die halten sich fein raus, die Kreuzer.
Victory is ours. Das hört man doch sehr gerne. Okay, dann habe ich das eine System eingenommen und das andere System auch. Ja, doch, dann habe ich beide Systeme eingenommen. Also echt ohne Witz, ich könnte hier Trailer anfangen für die Entwickler. Ja, wäre vielleicht... Die Kamerafahrt hier, die ich gerade durchlebe, huiuiui. Also, würde sie sicherlich freuen, wenn du es machen würdest. Sie brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können, offensichtlich. Wenn ich mir so angucke, wie es läuft bei ihnen. Ist immer so lustig, wie die Schiffe dann übereinander fliegen teilweise. Wieder so zwei direkt übereinander fliegen. Migrationsabkommen gebrochen zwischen Trill und Romulaner. Die Schweine. Ist ja schlimm. Schielem. Ja, wir kennen die Trill. Die Trill sind genau da oben. Neben den Nausikanern, viel Spaß. Ja, tatsächlich ein bisschen weit weg. Dann werden wir sie einfach ein bisschen anmachen. Jene, die kooperieren, sind unserer Großzügigkeit grenzenlos gesetzt. Was? Das war kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Wir geben euch aufs Maul. So redet Deutsch. Man also in Österreich. Aha, Bernhard. Okay. Komisch. Musst du ja wissen. Ja, geil. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Wie sieht's bei dir aus beim Krieg? Ich habe die beiden Systeme besetzt. Jetzt muss ich nur noch die Planeten in dem einen System, die Pelianischen, erobern. Mhm. Und dann... Hast du schon eine Transportflotte? Ja, klar. Nein. Klar. Okay. 1000 Mann, die sind schon auf dem Weg, die sind schon fast da. Oha. Ja, bei mir auch. Ich schicke auch gleich 1000 Mann los. Aber warum? Ihr habt schon wieder Frieden geschlossen? Eigentlich nicht. Also nicht bewusst. Was ist jetzt hier passiert? Sieg, wir haben den Krieg gewonnen. Okay, und sind sie dann jetzt... Dann werden sie automatisch gegliedert, oder? Vermutlich? Ich weiß es nicht. Vielleicht? Sind jetzt meine Untertanen. Ach so, guck, hier steht Untertanen entlassen, könnte ich jetzt machen. Die sind jetzt durch einen Staatsstreich übernommener Staat. Aber die sind trotzdem noch so ihr eigenes Bubble. Aber was habe ich jetzt davon? Also jetzt kannst du wahrscheinlich dann nochmal draufklicken, ein paar Jahren, und kannst du dann irgendwie eingliedern. Also bei den Romulanern war es so, dass man sie in einen Marionettenstaat verwandeln kann und dann kann man sie irgendwie, also ich weiß nicht, zumindest ein Jahr später oder so nochmal anquatschen und zumindest dann jetzt kann man sie komplett noch nicht, integrieren. Habe ich noch nicht dieses ausgegraute Feld im Diplomatie-Menü, also... Naja, das vielleicht hat noch. Zumindest bei den Romulanern gedauert einfach. Wir gucken mal. Sie müssen sich erst anfreunden, ihre neue Rolle einnehmen. Keine Ahnung. Okay. Trümmer. Ich hab die Trill entdeckt. Na endlich. Tada. Sehr schön. Das ist die Trill. Endlich kenne ich die Trill. Aber ich hatte mir irgendwie ein spektakuläreres Ende für diese Integration da erhofft. Also, ich habe nicht mal gemerkt, dass der Krieg zu Ende ist. Außer dadurch, dass du gesagt hast, ist schon wieder Krieg zu Ende. Ich habe ja hab nur zwei Sonnensysteme einmal so eingenommen und plötzlich war so plopp, Krieg beendet. Tja, das ging schnell. Ja, stimmt, dass du gar nicht landen musst, ist interessant. Nee, ich musste ich bin gerade in das System geflogen mit meiner Transportflotte, habe noch nichts gemacht gehabt. Also, okay, die haben schon Angst bekommen irgendwie. Morbid sind okay, dann. Wir geben auf. Und ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich hätte irgendwie gedacht, dass man jetzt irgendwo in irgendeinem Menü sieht, dass man jetzt so ein Untertanenvolk hat oder sowas, weißt du? So. Weiß nicht, vielleicht bin ich dazu. Ja, aber blauäugig. Klick nochmal, guck dir nochmal irgendwie ein Volk an und geh da auf Krieg. Und liest dir nochmal durch. Mach, ich geh mal auf die Trill, sowas. Die habe ich hier gerade entdeckt. Krieg erklären. So, da kann ich das noch. Da, bei den Trill kann ich das gar nicht machen. Guck mal. Das ist ja toll. Okay. Muss das besser kennenlernen. Ach so, nee, warte mal. Die sind. Irgendwas haben die mit dem Romulanern zu tun. Gerade. Mhm.
irgendwie und ich könnte jetzt einen Befreiungskrieg machen. Wir haben keine Kriegskönige des Typs Untertan gegen Trill Assembly. Ach so, weil wir kein Untertan sind. Ja, okay. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Geht nicht. Okay. Klick mal auf die Föderation. Ja, wir werden dann eh sehen. Aber den wird es nicht klappen. Nee, das geht auch nicht. Komisch. Ich weiß gar nicht warum. Ich kann die Föderation nicht integrieren in mich. So, aber die positive Nachricht des Tages ist, wir können jetzt jede Menge Pelianer-Pornos produzieren, weil wir haben sie jetzt ja bei uns. Sie können sich auch nicht mehr wirklich wehren. Also, ich meine, das... So magst du es am liebsten. So, also, ich jetzt nicht, aber die Klingonen vielleicht. Wobei, ist das so ehrenhaft? War das mit dem Roleplay? Da werden dann wieder Abstriche gemacht. Ja, nee, Abstriche machen wir jetzt bei den Pelianern. Lassen wir das. Ja, wir müssen ja testen, ob sie Corona haben. Ja, jetzt erstmal hier Trümmer untersuchen und meine Flotte kann ich auch wieder nach Hause schicken. War ja ein kurzer Ausflug für die klingonische Flotte. Forschungsschiff im Orbit. Ja, habe ich eigentlich. Planet der Ruine, so geht das dann nicht? Hat er eigentlich, sagt er. Das frage ich mich ja. Kontakt mit dem Borg, ja, wer traut sich? Freiwillige vor, Streichholz ziehen. Muss ich wirklich? Oh nein. So, ich schicke mal wieder Movrok an seinen Lieblingsort als Gesandter zu den Romulanern. Jetzt geht's wieder los. Diplomatische Beziehungen verschlechtern. Ach, schön. Ist auch cool, das Forschungsschiff braucht eine bestimmte Agentin. Ja. Diese Agentin Hira, die halt dann zu dem Borg hinfliegt. Okay. Was wird wohl passieren mit ihr? Och, das wird super laufen, glaube ich. Mach mir da gar keine Sorgen. Die hat wahrscheinlich zu laut hier geschrien. Hira, ja. Ja. Na gut, kann ich jetzt auch nichts hier mehr machen. Dann... schauen wir mal weiter, wie es mit den Pelianern weitergeht. Only the joint may know true wisdom. Aber echt ein bisschen seltsam. Ich kann sie nicht besetzen, die Tanugarianer, weil da die Föderation mit ihnen rummacht. Tja, das ist wirklich komisch. Was machen die denn da mit denen? Das wird doch eigentlich egal sein. Du bist doch dein eigener Chef. Also wirklich. Ja, aber echt. Wie bei den Romulanern, die Tanagurianer nerven einfach. Die nerven einfach. Ich find's aber so, da unten die Hypria. Ich find's super übrigens, dass die Pelianer immer noch bei plus 345 Meinungen Beziehungsstatus sind, obwohl ich sie gerade militärisch unterworfen habe. Die fanden das gut. Wahrscheinlich war das echt eine beschissene Regierung, die sie hatten. Du hast doch vorher gesagt, das ist eine Art von, wie heißt das? Ja, Respektsbekundung. Das ist von Zuneigung. Wertschätzung ist das, ja? Deswegen. Zeichen der Wertschätzung. So ein Krieg. Und deswegen denken sie sich, ja, passt. Das ist aber nett von den Klingonen. Das machen die nicht mit jedem. Ja, genau. Das machen die nicht mit jedem. Zeigt ihnen die Macht der Klingonen. Okay, technische Unterstützung für die Trill. Machen wir. Die Macht der Klingonen. Das haben wir gerade bewiesen, wie mächtig wir sind. Indem wir einen schwächeren Gegner problemlos unterworfen haben. Ich glaube, wir können wieder, wenn du es nicht brauchst, können wir wieder etwas schneller stellen, ja, genau. Weil unsere Schlachten sind ja jetzt erstmal vorbei, glaube ich. Machen wir. Forschungsabkommen gebrochen. Und wow. Was die wieder für Sachen machen da drüben. Versenkte Leere. Der Feind hat damit begonnen, sein eigenes Territorium zu verwüsten, um unseren Vormarsch zu hindern, okay? Wow. Die sind aber lustig drauf. Das ist ja ganz schön stressig, ja. Wenn wir den Planet nicht haben dürfen, dürft ihr ihn auch nicht haben. Ja, wenn man sein eigenes Land so salzt noch hinter sich sozusagen, alles verbrennt und den Boden salzt, damit niemand mehr was davon hat. Bürgern Zuflucht anbieten. Ja, dafür bin ich bekannt. Das ist dein Ding. Ja, so kennt man dich.
Hier, eine Strafkolonie. Na. Es hat niemand gesagt, dass die Zuflucht ein Fünf-Sterne-Hotel ist. Hat keiner behauptet. So, meine Transportflotte kann auch. Oder den Rückzug bestrafen. Bestrafen wir den Rückzug, was auch immer das bedeutet. 70% Wahrscheinlichkeit für das Ereignis, den Feind zur Strecke bringen. Mhm. Aha. 30% Wahrscheinlichkeit für türkischer Rückzug oder Schuss in den Rücken. Ein türkischer Rückzug? Fall noch nie gehört. Ha. Wer will sowas? Also echt. Türken ziehen sich nicht zurück, sind mutig. Dann hier Rückzug bestrafen, so. Was ist das eigentlich hier? Ach, Naniten. Ich guck mir gerade mal die Ressourcen an. Gravitonen, Tetrionen und Naniten. Na gut, Naniten müsstest du ja demnächst ein paar finden mit deinem Borg-Kubus-Booster. Mhm. Aber vielleicht hast du auch einfach wirklich den Borg-Kubus sozusagen räumlich bei dir. Deswegen habe ich diese ganzen Ereignisse nicht. Kann ja sein, dass das zu... Das müsste doch dem Borg eigentlich egal sein, oder? Ja, nee, ja... Das ist doch überall. Ja, aber ich habe sie halt noch nicht getroffen. Die sind ja nicht überall im Alpha- und Beta-Quadranten in jetzt gerade. Also. Doch, doch, der Q schnipst sie doch einfach herum. Du schnipst die immer so hin. Ja, okay. Das ist ein Argument. Er macht das da so gerne. Schnipp, schnips. Schnipp, schnipp. Welches System schnappe ich mir dann jetzt hier als nächstes? Vielleicht Januar? Kann ich mir das holen? Wenn, dann das Januar-System. Im Süden und im Norden wäre es das Koti-System. Koti. Lol. Klingt fast wie Koti. Ja, oder du gehst halt wirklich Richtung Osten zu diesen Kalern, die halt direkt neben dir sind. Nee, ich mache aber jetzt erstmal hier das, was du gesagt hast vorhin. Nee. Das ist eine gute Idee, die Romulaner so ein bisschen mal in die Schranken weisen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wenn du das kannst mit der Trill, wenn da was geht. Naja, zumindest in Richtung Trill kann ich auf jeden Fall gehen. Also das ist kein Problem. Ich kann mir ja das Koti-System nehmen und dann ist ja nur noch ein System zu den Trill, dann grenze ich da ja an. Dann macht sich das auch leichter, wenn man dann eine Invasion starten will. Wenn man mal zu Besuch kommen will. Hallo sagen will. Ja. Oder wie nennst du es immer? Mein Respekt bezeugen. Respektsbekundung. Genau. Ich komm dann mal vorbei. Man unterhält sich über ein Gläschen. Wir landen mal die Flotten hier. Man landet die Flotten. Die Transportflotten. Sehe ich, wie stark die sind? So. Ja. Sollten wir wohl hinkriegen. Aber gucken wir uns das doch mal an, ob es wirklich so ist. Sollten wir das wirklich schaffen? Ja. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen es. Das erste Mal, dass ich jetzt, dass ich lande. Deine erste und so richtig ankomme. In Infinite. Wow. Das hat ja gedauert. Ja, also ich hab's auch noch nicht gemacht. So, also. Ich dachte, ich müsste, aber das Spiel sagte nein. Es reicht auch, sie nur böse anzugucken aus dem Orbit. Das passt dann schon. Das reicht schon. Military Actions complete. Ist das so? Okay, der Krieg ist offenbar beendet. Und hast du jetzt gewonnen? Dann können wir das jetzt genauso machen. Ich kann jetzt besetzte Macht eingliedern übrigens. Ja, okay. Ich nicht. Gibt es jetzt als zusätzlichen nee. Ab. Und dann ist hier die Eingliederung, so ein Balken, der da drauf geht. Tja, ja, das hatte ich jetzt auch erwartet, dass das so aussehen würde. Es tut es aber nicht. Mhm. Das Einzige, was sich buchstäblich geändert hat, ist, dass da jetzt ein Symbol in dem Diplomatie-Menü ist bei der Aufzählung der Beziehungen des Reiches, dass es ein gestürzter Staat ist. Unter dem klingonischen Imperium. Ich weiß aber nicht, was das bedeutet, was es mir bringt, ob sie mir jetzt Unterhalt zahlen oder Tribut oder irgendwas oder mich unterstützen, wenn ich kämpfe. Die haben ja auch noch eine eigene Flotte. So wie in so einer Föderation. Ich weiß es einfach nicht. Das Spiel sagt mir das nicht. So ein bisschen... Vielleicht wisst ihr das ja. No. Vielleicht wisst ihr das ja. Schreibt es in die Kommentare. Ich guck gerade mal die Menüpunkte durch, ob man da irgendwo noch Informationen dazu finden könnte. Aber wo sollte das sein? Also bei Expansionsplaner bestimmt. Ja, keine Ahnung. Markt. Kontakte. Ariana. Sind direkt neben uns. Hallöchen. Hallöchen auch. Schönen guten Tag auch.
Das ist ja praktisch. Die Kytarianer waren die mit diesem komischen Headset, oder? Wo Riker da in irgendeine Fantasiewelt eingetaucht ist. Und ja, ich glaube schon. Dinge gemacht hat. Wie immer, Riker macht immer Dinge mit ausländischen, mit ausländischen Species. Ganzen Ausländer. Victory Conditions, Triumph der Diplomatie, galaktischer Hegemon. An sich muss ich wahrscheinlich mehr Krieg führen, weil aktuell führt halt die Föderation deutlich vor allen anderen. Ist ja eher unschön. Ich bin auf Platz 3 hinter euch. Werden wir auch noch hindern. Hinter euch beiden. Die Romulaner ganz hinten, die Trottel. Ach, guck mal, das Einzige, was es mir scheinbar bringt, ist, dass ich jetzt ein untergebenes Reich mehr habe, wodurch ich mehr Punkte habe. Genau, irgendwann kannst du es dann eingliedern. Nee, du sagst das immer so, aber das geht scheinbar nicht bei mir. Ich kann nur, ich habe nur... Das dauert halt. Wie lange soll denn das dauern? Ich weiß, wir sind auf Pause, also dauert es noch ein bisschen länger. Aber hab Geduld, kleiner Padawan. Ey, bei mir passiert hier wirklich gar nichts, Bernhard. Ich langweile mich. Mach mal hier die Zeit weiter. Also echt. Das ist ein Echtzeitspiel, kein Rundentaktik. Lass einfach die Zeit laufen. Ach so. Ah, so, danke, Dennis. Ja, es fühlt sich nicht so an, wenn man mit dir spielt, aber ja. Also ich mache jetzt hier gerade gar nichts. Du hast ja am Anfang der Folge irgendwie 5 Minuten lang Roleplay überlegt, was du eigentlich sein willst. Ja, aber in der Zeit konnten wir problemlos weiterspielen. Also hallo? Wir hätten da nicht pausiert bleiben müssen, wir hätten da auch weiterspielen können. Ach so, das sag das doch. Ich habe da nie ein Problem mit, dass wir einfach die Zeit laufen lassen. Ich finde, das macht dieses Spiel aus, dass Dinge halt auch einfach passieren, während man was anderes macht. Das ist halt ein Echtzeitspiel. Verrückt. Hörst du dir auch manchmal selber zu, Dennis? Nee. Ungern. Das haben wir doch schon geklärt. Verstehe ich. Das haben wir doch schon geklärt. Das müssen doch die Zuschauer machen, nicht ich. Das ist doch ihr Job. Oh. Wir können beim Missionsbaum jetzt endlich weitermachen. Wir können Technologien erforschen. Cool. Ja, geil. Erlasse aktivieren. Super. Wie weit bin ich da? Immer noch nicht weiter, weil ich nicht noch einen vulkanischen Schrein gebaut habe. Habe ich aber auch echt keinen Bock drauf. Warte mal, vielleicht eher doch mal die Vulkanier. Vielleicht reiße ich einfach den Mach doch mal. Vulkanischen Schrein ab und baue dafür einen neuen vulkanischen Schrein. Vielleicht wow. Bringt das was. Vielleicht ist das ja die Lösung. Meinst du, das ist Verehrung? Mhm. Na, ich baue ihnen einen schöneren, besseren vulkanischen Schrein. Ach so. So, ich baue jetzt erstmal Wohnblöcke stattdessen und dann bauen wir da stattdessen wieder einen vulkanischen Schrein hin. Ich habe immer noch zu viele Offiziere. Wo ist das Erschießungskommando, wenn man es braucht? Okay. Das ist meine Lösung für alles. Schießen. Ich gehe so langsam raus aus dem Raum. So rückwärts. Okay. Oh, come on, Borg. Aufgeschreckter Schwarm. Wir müssen den Staat schützen. Natürlich. Und Assimilierung. Das fängt auch gut an. Ein lautloser Alarm. Ist ja überraschend. Die eine Agentin, die es extra gebraucht hat für die Forschungsmission, ist etwa assimiliert worden. Nein! Damit konnte man niemand rechnen. Oh, sieht aber fett aus. Jetzt habe ich eine assimilierte Cardassianerin da rumgammeln bei mir. Cool. Wo ist sie denn? Aber da haben sie auch halt genau nur dieses eine, diesen einen Clip gemacht. Deswegen muss halt genau diese eine Cardassianerin sein, dass die halt dann so aussieht. Weil bei den Romulanern hatten sie es auch, da gab es halt auch, schick halt genau diese eine Agentin zu dem Borgschiff. Okay. Eieieiei. Aber ich schick's dir mal. Sieht auf jeden Fall schick aus. Zeig doch mal. Ich bekomme hier Fotos bei WhatsApp. Ah, toll. Cool. Das ist aber tatsächlich mal gefühlt was Neues, oder? So assimilierte Cardassianer hat man in der Serie noch nie gesehen. Da haben sie sich tatsächlich mal was überlegt. So, machen wir mal was Neues. Schön. Haben sie gut gemacht hier. Haben sie mal dem Kanon was hinzugefügt. Das ist doch auch mal was Schönes.
Gut. Erforsche das System Leid. Ja. Leid. Lass uns Leid erforschen. Ja, das mache ich jeden Tag, wenn ich mit dir aufnehme. Geschehen. Ich kann es immer, ich kann die immer noch nicht integrieren, also es kommt noch nicht. Nee. Ich höre schon wieder nur Mimimi. Du hast gesagt, ich kann die irgendwann integrieren. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das nicht geht. Noch nicht. Wann soll es denn passieren? 40 Jahre nach dem Erobern? Ja. Klingonen sind auch immer für ihre Geduld sehr bekannt. Ja, genau. Ach, warten wir doch einfach noch ein bisschen. Herr Kanzler, Sie haben sich uns vollständig unterworfen. Oh, ich würde sagen, dann lassen wir Sie jetzt mal 20 Jahre lang in Ruhe. Okay, die Trill sind ab jetzt meine Freunde. Ich habe ihnen geholfen bei einer Mission. Das ist aber schön. Könnte man ihnen ja eigentlich auch demnächst mal den Krieg erklären. Ach guck, könnte ich jetzt schon machen. Staatsstreich. Ich auch, ich kann die Ketarianer angreifen. Sollen wir das in der nächsten Folge machen, Dennis? Ja, gute Idee. Jede Folge ein anderes Reich. Genau. In jeder Folge ein anderes Reich. Das klingt gut. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Aus dem Krieg in den Krieg. Bis zum nächsten Mal. Ciao.